Ach ja. Guten Morgen. Er hat die Nacht hier drin geschlafen, glaube ich. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich will die Katze knuddeln. Die will schlafen. Deswegen darf ich die nicht knuddeln. Och, Kätzchen. Kätzchen, darf ich dich jetzt knuddeln? Oh ja. So, das ist eine wichtige Aufgabe. Eine essentielle Funktion in diesem Spiel. Katzenknuddeln. Ja, mal Katze. So, jetzt wollen wir jetzt mal gucken. Ja, doch, funktioniert was. So, die Sachen haben wir auch gesammelt. Wir haben da hinten eine kleine Aufgabe. Manchmal funktioniert's, ne? Ah, ich liebe es. Aber das habe ich schon öfter gesagt. Also mir macht das tatsächlich tierisch Spaß, hier einfach nur rumzulaufen. Deswegen werde ich schon ein wenig traurig sein, wenn es vorbei ist. Und dann wieder ein Jahr warten. Das wird schwer fallen. Guck mal, wie schön das manchmal alles geht, ne? Hier sollen wir hin. Genau, hier werden wir in Was ist denn, Kido? Da sind Söldner. Die können für Ruhe und Ordnung sorgen. Der hat einen Flammenwerfer. Hier ist irgendwo noch wer. Da ist ein Alarm. Die müssen wir natürlich auch schalten. Der wird dann ein Dolch kosten. Haben tue ich hier schon alles. Ich weiß gar nicht, wo genau wir hin sollen. Und es ist noch gar nicht spät, aber ich bin immer müde. Müde. Ich sollte auch nicht so lange machen, aber ich habe heute einfach ein bisschen früher angefangen. Ich hatte heute keine Lust zu nichts. Oh, gut. Jetzt haben wir sie erstmal alle markiert. Ich will erstmal schauen. Mal gucken, was können wir mit den Jungs anstellen hier? Brauchst du Schutz? Willst du dich etwas üben? Wir erwarten deine Befehle, Sahib. Ja, mach mal ein bisschen Stress. Dann kann ich in Ruhe. Wo war denn der scheiß Alarm? Kacke, komme ich denn da? Da komme ich ja nicht so rein, ne? Hier komme ich durch. Das Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Ich will diesen Alarm ausschalten. Wo war der denn? Hier war doch ein Alarm. 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 Oh, vorsichtig. Der könnte mich sehen. Wir sind... Ah. Da ist der Alarm. So. Ich hab's falsch gemacht. Ich hätte mal vorher rangehen sollen. Was mache ich denn da wieder? Entschuldigung, das macht einfach Spaß. Ich muss jetzt aber aufpassen. Ich habe jetzt keine mehr. Und ich habe die Truhe schon gelootet, ich blöd Mann. Was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Finde Informationen heraus. Oh, was haben wir denn da? Der ist aber auf der Mauer.
Solange der mich nicht stört, stört er mich nicht. Oh, kommst du hier hoch? Oh. Oh, der kommt hier hoch. Ist keiner da? Geh wieder weg. Genau. Oh. Da liegt, da war was, ne? Guck ich schief. Hier ist was drin. Guck mal da, genau. Warum kann ich das da nicht hinwerfen? Jetzt. Ich habe Punkte gesammelt. Xbox? Jetzt geht es auch noch beim Notebook an. Warum eigentlich? Guck, ich habe nur noch ein Messer. Ich werde mal die nehmen. So, ihr steht da beide so artig. Spitz. Wozu haben wir das alles? Wie kommt hier weg? Jetzt bezahlst du. Ich weiß keinen Weg hier rein. Da kommt man rein, ne? Jetzt bin ich erstmal hier drin. Da komme ich raus. Es liegt vielleicht auch dran, weil ich hier... Den können wir jetzt pieksen. Nein, El Hind. Alles, was nicht aus Bagdad kommt. Wenn ich meinen Kopf... Geh doch runter! Kommt der hierher? Nee. Eine Blockade errichtet werden. Anweisungen, jedwede ausländischen Waren nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt, einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Aha. Ich muss auch noch mehr rausfinden. Und das wird hier nix. Da hinten ist noch eine Truhe. Ihr wisst, was zu tun ist. Los! Und dabei! Ich werde noch ein bisschen die Herde ausdünnen. Wenn mir das gelingt. Bleib stehen! Ah, Gott sei Dank. Das dauert immer ein bisschen alles, ne? Ja! Kümmere dich mal um deine Freunde da. Pieks, pieks! Oh, Gott sei Dank ist Zielhilfe. Rudel! Bumsen. Ah, weg sind sie. Aber du nicht. Kommst du vor? Bleib doch mal, entscheide dich! Immer wenn ich weggehe, kommt er wieder zurück. Das ist so auffällig. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist auffällig. Da komme ich nicht ran. Ich muss aber noch ein bisschen... Der Vogel. Da, bitte. Das hier? Soll das ein Scherz sein? Das ist ein Lärmer. Scheiße. Ich habe das alles explosionsmäßig gemacht. Das war nicht so gut. Ich hätte das lärmmäßig machen. Halt! Halt! Freunde!
Ich komme nicht ran an die Jungs. Jetzt gehen die da hin, oder was? Jetzt gehen die da hin. Hey, was? Hey, hier wird nichts rumgeworfen. Ach so. Oh. Scheiße. Ich dachte, die Dinger gehen mit hoch. Na, jetzt sind sie doch mit hochgegangen. Mist. Da haben wir noch genug von. Hä? Ich bin ein böser alter Mann. Kann ich so weit werfen? Ah, ist aufgebraucht. Habe ich noch was Schönes? Ja. Sind noch welche übrig? Ich frage ja nur mal für einen Freund. Ich mach mal Messer. Eins habe ich ja noch. Muss aber... Oh, ich trine. Ich hab die alle? Alle? Kann ich ja jetzt hier in Ruhe gucken. Es sei denn, da wäre noch einer gewesen, der mir hätte was sagen müssen. Warte mal, ich nehme mal die Brille ab. Ja. Männer und ihre Spielzeuge. Jetzt müssen wir erstmal sammeln und mal gucken, ob wir hier noch was finden. Ja, immerhin 4 Teile, ne? Da kann ich ja auch nie genug von haben. Da oben ist noch irgendwas, da gucken wir gleich. Wie gesagt, ich war hier schon am Hafen. Ich wundere mich, dass die Truhen alle wieder zu sind. Guck mal, da ist eine Marke weg. Toll. Die Daira Tulmal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Noch irgendwo einer. Da ist er. Kleiner Mann, schau mich nicht so böse an. Ich zeig dir einen schönen Ort. Da sind denn alle Sorgen fort. Ah, hier sind auch noch Sachen. Was mich... Meine Güte. Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Hier ist noch was. Diese Waren dürfen nicht freigegeben werden, bis sie gründlich geprüft wurden. Seide von Santos geschmeidigen Seidenstoffen, Statue eines dreiköpfigen Hundes von Kinakos Porzellanwaren, Oolong mit weißem Pfirsich aus Kongs Tee-Parade.
Diese Waren können freigegeben werden, wenn der jeweiligen Wache dieser Zettel gezeigt wird. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. Da unten ist noch was. Ich habe aber noch nicht alles entdeckt. Ach, hier habe ich noch was nicht entdeckt. Hallo? 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 Mensch. Das kann aber wirklich nur am Spiel selber liegen. Wie gesagt, in anderen Spielen habe ich diese Probleme bisher nicht festgestellt. Das Fenster bleibt verschlossen. Dafür ist ja das offen. Welches Gebäude, wo waren wir denn jetzt noch nicht drinne? Auf diesem Gelände. Wir waren eigentlich überall. Mir fehlt jetzt nur noch ein Teil. Ich schleiche trotzdem, weil wir es können. Hier, wo habe ich denn eigentlich die ganzen Messer gelassen? Da oben waren wir auch drin, ne? Oder? Oder waren wir da noch nicht drin? Doch, da waren wir drin. Hier. Über die Leiter. Da habe ich eine verschlossene Tür gesehen. Habe ich gedacht. Dass ich die gesehen habe. Habe ich. Da ist irgendwas verschlossen. Hier, diese Tür. Waren wir denn hier nicht drin, ne? Natürlich war ich hier drin. Und dann bin ich hier runtergegangen und habe vergessen, die Tür zu öffnen. So. Toll! Und nun? Ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Hier waren wir drin, da waren wir drin. Ich kann jetzt hier rumlaufen. Die stören hier alle nicht mehr bei nichts. Ich kann hier natürlich nochmal gucken. Da liegt noch ein Zettel. Da. Süßer, duftender Brief. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Kululu, der Hafenmeister. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Erstmal brauche ich einen Laden, glaube ich. Haben wir hier einen in der Nähe? Der Hafenmeister ist da oben. Hier habe ich aber nirgendwo einen Laden, wo ich Verbrauchsmaterialien kaufen kann. Da drüben habe ich einen. Ja, da muss ich jetzt als nächstes hin, ne? Hier ist ja auch keiner in der Nähe. Nee. Gar nicht. Da hinten ist einer. Dann wäre es am sinnvollsten, ich markiere mir den, weil ich muss ja Sachen kaufen. Und wer der mal hier? Schnellreise nicht verfügbar. Ja, das geht ja hier nicht. So. Wir werden mal die Penner hier verlassen, die hier überall rumliegen. Warum auch immer. Was die sich trauen, ne? Und das am allerlichten Tag. Wachen. Ich ärgere das so ein bisschen, dass ich Davish Artefakte nicht finde. Also die letzten immer, ne? Die mir hier noch so fehlen in den Gebieten. Hier habe ich ja alle. So. Der Laden ist markiert, ne? Das heißt, ich muss hier irgendwie über das Wasser. Da ist die Brücke. Und dann werden wir erstmal einkaufen gehen. Wir können ja zwischendurch noch ein paar kleine Diebstähle stehlen. Machen. Nicht
Ja, finde ich auch. Der Nadine, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Ein paar dieser blassen Langhaarigen gekämpft. Hey! Hey! Die ist hier irgendwo, die das Händler? Guck mal, wie schön er denn manchmal klettern kann. Von ganz allein. Wo ist jetzt der Händler? Da. Frieden, Zadig. Friede sei mit dir. Ich weiß gar nicht, ob ich bei dir schon mal war. Zeigst du mir deine Ware? Bitte. Auch keine. Immer nützlich. Vielen Dank. Ah. Das ist die jetzt egal, auch ne? Nicht ausgehen. Danke. Die Farben, die sind ja nicht teuer. Ich kaufe die jetzt. Dann ist das weg. Vielleicht gibt es ja eine Errungenschaft, alle Farben kaufen oder so. Komm, Gerd. So, jetzt haben wir erstmal alle Verbrauchsmaterialien. Und jetzt können wir uns dahin begeben. Guck mal, da kann ich nochmal wieder... Ich muss halt darauf achten, dass ich jetzt ein paar kleine Dinge tue. Dass wir noch ein paar Marken kriegen. Und... das solltest du nicht tun, Basim. Basim! Basim! Ah, guck mal hier. Ah, guck mal, da haben wir zum Beispiel eine Kaufmarke. Berichte über jene entgegen, die das Kalifat und das System, das uns schützt, mit Füßen treten. Wer etwas sieht, meldet es Sahib al-Khaba. Da. Reisende von nah und fern. Reisende von fern und nah. Da, der hat auch noch was. Aber das war schon lustig, ne? Ich fand's lustig. Die fanden das bestimmt nicht so lustig. Wir sind in der Nähe vom Hafen. Es gibt auch so eine Errungenschaft, habe ich gesehen. Da muss man sich hier hinsetzen und dann kann man das ja tun. Wo hab ich denn? Und das mache ich jetzt mal. So. Das war doch grad noch hier. Das ja, das ist geil. Was ist denn mit ihm da? Bist du backen geblieben, Junge? Wir meditieren gleich nochmal, damit wieder Tag ist. Sie bleibt die ganze Zeit standhaft da stehen, sitzen und er stehen. Ihr seid beide die Konstanten hier in diesem Spiel. Das waren eine schöne lange Nacht, ne, junge Frau? Und nächste Folge geht's weiter. Tschüss!